Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Ausgabe von Storytime. Ihr hattet beim ersten Mal so ein bisschen was in die Kommentare geschrieben, was euch interessiert. Und das werde ich jetzt so die nächsten Male aufgreifen. Und wir starten heute damit, dass jemand wissen wollte, wie das mit meinem Bee-Sein so war, wie ich das gemerkt habe und alles. Und ich starte mal wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Und zwar ging das Ganze wirklich damit los, was man dann erst so nach ein paar Jahren reflektiert. Als ich war wirklich, ich glaube, ich war in der Grundschule, so vierte Klasse, vielleicht auch fünfte, sechste Klasse, und habe ich das erste Mal ein Mädchen geküsst. Und das hat mich wirklich so schockiert, wirklich. Nicht, dass es passiert ist, sondern was ich dabei gefühlt habe. Es hat mich damals so schockiert und ich konnte es nicht einordnen. Ich bin fast von dort nach Hause geflüchtet, könnte man sagen. Und hatte dann auch nie wieder was mit diesem Mädchen zu tun, großartig. Und das war so der Wendepunkt. Also ich wusste, da ist irgendwas anders, aber ich kannte dafür noch keine Wörter. Und genau, dann ging das so weiter, dass ich hatte halt eine sehr, sehr gute Freundin und ich merkte irgendwie, das ist aber anders zwischen uns oder ich mag sie mehr als andere. Und auch da konnte ich das aber noch nicht richtig einordnen. Ich wusste, dass ich auch auf Jungs stehe. Deswegen war ich mir unsicher, ob ich wirklich lesbisch bin. Dieses Bi-Sein, das war mir noch gar nicht so geläufig, dass man halt einfach auf beide Geschlechter stehen kann. Und ich wusste aber für diese Freundin, dass da halt mehr ist von meiner Seite. Aber ich habe das nie ausgelebt, nie geäußert. Und ja, genau, so war das dann. Und dann gab es in meiner Schulzeit eigentlich kein Mädchen mehr, was mich so wirklich interessiert hätte. Natürlich findet man die eine mal hübsch und attraktiv, aber nicht so, dass es mir vom Charakter auch dann gepasst hätte und dass ich mich wirklich nochmal verliebt habe. Also diese Freundin damals, die hatte ich mich da wirklich so ein bisschen verliebt, wie man sich halt mit 12, 13 Jahren verliebt. Und dann in der Schulzeit eigentlich so gar nicht mehr. Da war einfach niemand mehr, der mich interessiert hätte. Das passiert ja einfach mal. Und da hatte ich dann eher so meine Jungsphase. So wirklich losging, dass ich dann auch für mich wirklich, das für mich auch geklärt habe, ja, ich bin bisexuell und das dann auch ausgelebt habe, das war, als ich dann zum Studium gegangen bin. Als ich dann mit, 18, 19 war ich dann nach Leipzig zum Studium gekommen bin, da bin ich so in diese Cosplay-Schiene reingerutscht. Durch ganz viele kuriose Zufälle, glückliche Zufälle, weil das ist die beste Zeit meines Lebens gewesen mitunter, bin ich in diese Cosplay-Richtung gerutscht. Und im Cosplay-Bereich ist es einfach so, dass es viele Lesben und Bisexuelle gibt. Und da war ich ständig in irgendeine andere Frau verliebt. Wirklich. Also da war ich in die verliebt und in die verliebt und in die verliebt. Es ging mit einer Freundin von mir los, die ich in Leipzig kennengelernt habe. Und es war so, ich war vom ersten Moment hin und weg. Aber wir haben uns so gut verstanden und wir haben uns so gut ergänzt. Und wir haben so viel zusammen gemacht, dass ich das nicht aufs Spiel setzen wollte. Ich habe nie was gesagt in all den Jahren. Und das, ja, ich habe einfach ihre Gesellschaft genossen und gut ist. Und dann bin ich in eine Gruppe geraten. Da habe ich mich gleich zweimal verliebt nacheinander. Und das Witzige oder auch nicht Witzige ist wirklich, dass diese beiden Frauen dann zusammengekommen sind, in die ich verliebt war. Die sind dann zusammengekommen. Das war so ein bisschen nicht so schön. Und dann habe ich Jessie kennengelernt. Also Jessie war jünger als ich. Oh, Svea weint. Kleinen Moment. Ja, wie gesagt, dann ist Jessie in mein Leben getreten und Jessie passte überhaupt nicht so zu dem Frauenstil, den ich so vorher hatte. Also ich stand auf schlanke Frauen, die aber meistens kurze Haare hatten und Jessie war so das komplette Gegenteil. Also sie war auch sehr, sehr, sehr schlank, aber sie hatte lange, blonde Haare. Sie war so ein typisches Mädchen und ich war noch nie so verliebt in eine Frau wie in Jessie. Und wir haben aber viele Kilometer auseinander gewohnt und wir haben uns nur alle paar Wochen am Wochenende gesehen und wir hatten auch nie wirklich eine feste Beziehung. Aber das war eine richtig, richtig schöne Zeit. Einfach weil diese Cosplay-Gemeinde, die hat mir ganz viel gegeben, die hat mich ganz doll wachsen lassen als Persönlichkeit und hat mich das ausleben lassen, was ich halt wollte. Und ja, da war Jessie halt einfach auch ein großer Teil. Aber ich habe auch viele, viele Freundinnen gewonnen da in dieser Szene und auch Lesben und Bisexuelle. Und diese Zeit hat mich sehr, sehr, sehr geprägt. Und ja, dann war mein Studium zu Ende und ich bin hierher zurückgekommen. Zum einen natürlich auch wegen Manu. Und damit habe ich da quasi auch so ein bisschen ich habe meine Zelte in Leipzig abgebrochen,
die Kontakte sind dadurch natürlich auch ein bisschen verloren gegangen, leider. Ist halt einfach so, ne? Das kennt man einfach. Und ja, und jetzt bin ich halt mit einem Mann zusammen. Und jemand fragte, ob das schwierig ist, ob ich das vermisse. Natürlich sehr. Es gibt Momente, wo mir das wirklich sehr, sehr schwer fällt. Das ist aber einfach als Bisexueller so. Man kann halt nur, es sei denn, man lebt eine offene Beziehung oder weiß der Geier, mit einer Frau oder mit einem Mann zusammen sein. Und dann vermisst man halt das jeweils andere Gegenteilige. Das ist einfach so. Manu weiß das auch. Und es hat aber was mit Treue zu tun. Wenn ich meinem Partner treu sein will, egal ob ich hetero oder homosexuell oder bisexuell bin, dann möchte ich meinem Partner treu sein. Und da ist es egal, ob ich es halt manchmal vermisse, mit einer Frau zusammen zu sein, weil das ist schon noch mal was ganz, ganz anderes als mit einem Mann, finde ich persönlich. Ich finde es auf eine gewisse Art und Weise intensiver, muss ich sagen. Aber ja, also es ist etwas, was ich vermisse. In manchen Momenten mehr, in manchen Momenten weniger. Oder ich habe manchmal einfach auch so Phasen, wo ich das sehr vermisse. Aber ich muss es ja nicht ausleben. Also ich kann mir ja auch schöne Frauen anschauen. Wir haben auch mit Manu festgestellt, wir haben überhaupt nicht denselben Frauengeschmack. Wir würden uns nie in die Quere kommen. Aber ich muss es doch nicht ausleben. Es ist doch auch, ich erinnere mich einfach dann an die schönen Zeiten, was ich hatte, was ich erlebt habe, was ich erleben durfte. Und es ist halt etwas, von dem ich weiß, dass ich es wahrscheinlich in meinem Leben nicht nochmal ausleben werde. Und es ist okay. Also es ist ein toller Teil meines Lebens. Ich liebe es, bisexuell zu sein. Ich liebe es, mir schöne Frauen anzusehen. Aber ich liebe auch meinen Mann zu Hause. Also das hat dann etwas mit Treue zu tun. Man muss ja nicht allen Gelüsten, sage ich mal, auch nachgeben. Das ist wie mit einer Diät, ne? Da sollte man auch nicht so viel Schokolade essen. Nein, also ja, ich vermisse das wirklich sehr. Und falls ihr auch bisexuell seid, schreibt mir mal, wie das bei euch ist. Könnt ihr eurem Partner dann auch wirklich treu sein? Also ich kann von mir sagen, ich kann das. Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die dann ihrem Partner einfach nicht treu sein können, eben weil sie dann jeweils immer was anderes vermissen. Das fände ich wirklich sehr schade und sehr problematisch. Aber ich bin da jetzt sehr auf eure Meinung gespannt. Seid ihr bisexuell? Wie lief das bei euch? Wie habt ihr das entdeckt? Wie ist das jetzt für euch, wenn ihr erwachsen seid? Oder seid ihr homosexuell? Oder seid ihr heterosexuell und könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was mit einem anderen Geschlecht zu haben? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Deswegen ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und was wir da vielleicht so voneinander jetzt auch lernen, weil viele von euch habe ich ja jetzt so ein bisschen kennengelernt, die so ein bisschen aktiver sind im Kommentare schreiben. Und mal sehen, vielleicht lerne ich jetzt wieder jemand Neues kennen, der sich jetzt durch dieses Thema angesprochen fühlt. Dann bitte hau in die Tasten, sei nicht schüchtern. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!